Okay, Was? ach so. Ich wollte Sollen einfach wir sehen, nur meine? grüßen. Ich habe Hallo gemacht. So. Oh, grüezi wohl. Grüezi So. wohl. Moin. So, wo ist der nächste Angriff? Ich bin da, ich werde attackiert im Internet. Das ist sehr lustig. Das geht auch mein Humor. Also auf jeden Fall, wir haben ja jetzt einen Text, ein Fenster, wir verlassen den 10 Minuten Raster. Wir haben das mal einfach so angekündigt, dass du 10 Minuten da bist. Wenn du weg bist, bist du weg. Nee, nee, also eigentlich sind es ja 20, oder? 18:15, oder wie lange geht es? Bis Ja, genau. 19:20 sogar. Eigentlich hätten wir sogar eine halbe Stunde. Aber ja, Servant. weil ich tendiere einfach dazu, einfach durchzusprechen, oder? Also das heißt, am besten machen wir vielleicht ein paar Fragen. Ich Ja, könnte auch mal. leg du erstmal los. Stefan meldet das. Alles, was im YouTube-Stream kommt, blendet der hier ein. Und wenn es was Wichtiges ist, unterbricht der. Ich halte So. die Klappe, ich bin jetzt raus. Ich suche Und jetzt zuerst mal. weil, Entschuldigung, noch ganz schnell, weil Servan Grüninger, der ist jetzt ganz alleine in seinem Mozilla-Hubs, den er uns gezeigt hat, heute Morgen, gestern Morgen. Und da sind wir dann Ja. nicht so begeistert gewesen. Aber er ist jetzt doch dort. Servan, wenn du rüberkommen willst, komm doch mit dazu. Aber Hernani, du hast mich ja Also. darauf hingewiesen, dass ich Cyberpunk falsch schreibe. Also warum nicht noch einmal so einsteigen mit diesen Ja, genau, Begriffen? fangen wir mal mit dem an. Also genau, Leute, wenn sie Cyberpunk hören, meinen sie, das sei irgendwie so was Nerdiges, was cool ist. Aber eigentlich ist es eine, ja, Kunstrichtung oder Dystopie, wo quasi total überwachte, total vermessene Welten aufgespannt werden. Da gibt es auch diverse Filme, die in diese Kategorie passen. Ja, da wird dann quasi, also diese Welten sind meistens so sehr dunkel, so mit Hochhäusern und alles ist so farbig und blinkt irgendwie, aber man sieht den Himmel irgendwie nicht richtig. Das ist so eigentlich so ein bisschen Cyberpunk-Stil. Und beim Cypherpunk, da steht ja Cypher im Namen, da geht es um Chiffrieren. Da geht es darum, das ist eigentlich das blanke Gegenteil. Da will man quasi eine Gesellschaft schaffen, die komplett, also wo die Bürger sich komplett schützen können vor der übergriffigen Strukturen wie staatlichen Stellen oder Konzernen, indem sie einfach ihre Kommunikation quasi komplett chiffrieren. Es gibt auch ein Cypherpunk-Manifesto. Das sollte man vielleicht ein bisschen angucken hier, damit man das ein bisschen vom Mindset her versteht. Wo kann ich das reinschreiben? Hier, oder Comments, Nein, oder im Private Chat. mach doch Bildschirm teilen, dann zeig's gleich. Jawohl. Share Screen, nicht wahr? Ja. Select Window. Ja, nehmen wir doch mal da dieses. Ja, man kann auch alles nehmen, ist doch egal. So, sieht man das? Ist da was geshared? Yes. Ja. Also, dann haben wir hier, das kann man auch jetzt ein bisschen anders darstellen hier, also das Cypherpunk Manifesto, oder? Da steht: Privacy is necessary for an open society in the electronic age. Privacy is not secrecy. A private matter is something one doesn't want the whole world to know, but a secret matter is something one doesn't want anybody to know. Privacy is the power to selectively reveal oneself to the world. Eben, also wenn man dann eben auch von den Politikern manchmal hört, ja, ihr seid doch eh schon da irgendwie auf Instagram und auf irgendwie Twitter und ihr werdet eh schon vermessen und überwacht, dann stimmt das natürlich insofern, als dass sie das wirklich machen mit allen Interaktionen, die man da macht, aber das ist ja etwas, wo man eben da selectively sich entscheidet, man macht das. Also wenn ich mich jetzt da auf Twitter so ein bisschen Rampensau-mäßig gebe, was ich übrigens auch in der realen, also AFK-Welt mache, also da gibt es quasi keinen Unterschied. Dann kann ich ja das machen. Also, und ich weiß schon, was ich denn da sagen soll oder nicht. Also, es gibt ja schon Dinge, die gehören dann halt nicht ins Internet oder in den öffentlichen Raum. So. If two parties have some sort of dealings, then each has a memory of their interaction. Each party can speak about their own memory of this. How could anyone prevent it? One could pass laws against it, but the freedom of speech, even more than privacy, is fundamental to an open society. We seek not to restrict any speech at all. If many parties speak together in the same forum, each can speak to all the others and aggregate together knowledge about the individuals and other parties. The power of electronic communications has enabled such group speech, and it will not go away merely because we might want it to. Since we desire privacy, we must ensure that each party to a transaction have knowledge only of that which
is directly necessary for that transaction. Since any information can be spoken of, we must ensure that we reveal as little as possible. In most cases, personal identity is not salient. When I purchase a magazine at a store and hand cash to the clerk, there is no need to know who I am. Genau, das stört uns ja auch, oder dass die ganzen Bezahlsysteme, die es elektronisch gibt, diese Bargeldeigenschaften nicht haben. Da gibt es so ein Projekt, das heißt Thaler, Thaler.net, das versucht, das zu erreichen, ist entsprechend also auch aus dem Cypherpunk Movement motiviert. When I ask my electronic mail provider to send and receive messages, my provider need not to know who I'm speaking or what I'm saying or what others are saying to me. My provider only needs to know how to get the message there and how much I owe them in fees. When my identity is revealed by the underlying mechanism of the transaction, I have no privacy. I cannot here selectively reveal myself. I must always reveal myself. Sehr schön, da wird das E-Mail-Beispiel gebracht. Also da gibt es das Projekt PEP zum Beispiel, wo ich aktiv bin. Pretty Easy Privacy oder PEP.Foundation oder PEP.Software oder PEP.Security. Da machen wir Software für automatische E-Mail-Verschlüsselung, damit dieser Provider halt so wenig wie möglich mitkriegt. Therefore, privacy in an open society requires anonymous transaction systems. Until now, cash has been the primary such system. An anonymous transaction system is not a secret transaction system. An anonymous system empowers individuals to reveal their identity when desired and only when desired. This is the essence of privacy. Der Text wurde anfangs der 90er Jahre geschrieben, muss man sich vorstellen, da wussten sie jetzt noch nichts von Kryptowährungen. Ne? So, privacy in an open society also requires cryptography. If I say something, I want it heard only by those whom I intend it. If the content of my speech is available to the world, I have no privacy. To encrypt is to indicate the desire for privacy, and to encrypt with weak cryptography is to indicate not too much desire for privacy oder sogar ganz ohne Verschlüsselung. Furthermore, to reveal one's identity with assurance when the default is not anonymity requires the cryptographic signature. We cannot expect governments, corporations or other large faceless organizations to grant us privacy out of their beneficence. It is to their advantage to speak of us, and we should expect that they will speak. To try to prevent their speech is to fight against the realities of information. Information does not just want to be free, it longs to be free. Information expands to fill the available storage space. Information is rumors younger, stronger cousin. Information is fleeter or food, has more eyes, knows more, and understands less than the rumor. We must defend our own privacy if we expect to have any. We must come together and create systems which allow anonymous transactions to take place. People have been defending their own privacy for centuries with whispers, darkness, envelopes, closed doors, secret handshakes, and careers. The technologies of the past did not allow for strong privacy, but electronic technologies do. We, the cypherpunks, are dedicated to building anonymous systems. We are defending our privacy with cryptography, with anonymous mail forwarding systems, with digital signatures, and with electronic money. Cypherpunks write code. We know that someone has to write software to defend privacy, and since we can't get privacy unless we all do, we are going to write it. We publish our code so that our fellow cypherpunks may practice and play with it. Our code is free for all to use worldwide. We don't much care if you don't approve of the software we write. We know that software can't be destroyed and that the whitelist purse system can't be shut down. Cypherpunks deplore regulations on cryptography, for encryption is fundamentally a private act. The act of encryption, in fact, removes information from the public realm. Even laws against cryptography reach only so far as a nation's border and the arm of its violence. Cryptography will ineluctably, spread over the whole globe, and with it, the anonymous transaction systems that it make possible. For privacy to be widespread, it must be part of a social contract. People must come and together deploy the systems for the common good. Privacy only extends so far as the corporations of one fellows in society. We, the cypherpunks, seek your questions and your concerns and hope we may engage you so that we do not deceive ourselves. We will not, however, be moved out of our course because some may disagree with our goals. The cypherpunks are actively engaged in making the network safe for privacy. Let us proceed together apace. Onward, blah. Da ist genau. Es gibt heute gibt's auch noch eine Mailingliste, nicht wahr?
Und da kann man irgendwie rumdiskutieren, aber es wird auch viel rumgebasht. Wichtiger ist aber einfach Software letzten Endes auszurollen hier, die das jetzt macht. Jetzt könnten wir eigentlich dieses das Dings damit beenden hier, oder? So, ist das verständlich, was der Mindset ist? Also einfach ist es im Prinzip Krypto-Anarchismus. Ja, nee, das, wieso Anarchismus? Nein, das klingt einfach... Nee, nicht Faschismus, Anarchismus. Es ist einfach Anarchie. Ja, habe ich auch verstanden. Das habe ich auch Krypto-Faschismus. Nein. Aber das, ja genau, das wünsche ich mir. Dankeschön, aber da fühle ich mich nicht als Anarchist, sondern irgendwie, als wäre das selbstverständlich. Nee, das ist ein Framing hier. Nee, und der Punkt ist halt eben, man kann nicht auf die Regierungen vertrauen. Das erwähnt auch das Beispiel mit Briefpost. Das ist ja besonders amüsant, weil wenn man in der Schweiz einen Brief schickt, also wenn ich dir jetzt einen Terrorplan schicke, ich spitze gleich mal ein bisschen zu, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das aufgemacht ist, sehr gering. Also in der Schweiz werden etwa 4 Briefe im Jahr geöffnet nach offiziellen Zahlen. Und die Post hat auch keine Infrastruktur für eine Postaufklärung. Also wir haben in der Schweiz zum Beispiel Funkaufklärung und Kabelaufklärung, das heißt in Deutschland strategische Aufklärung. Das sind einfach so ja Signale, die man so ein bisschen abfängt und so. Zu Boden, zur Luft, wo das auch immer rumschwirrt, satellitenbasiert und so. Und letzten Endes kann man da dann einfach rastern oder so nach Suchbegriffen suchen und dann gibt es halt ein bisschen Beifang, oder? Und bei Papier ist es halt teurer und deshalb wird es halt nicht gemacht. Also man könnte natürlich schon so DDR-mäßig jeden Brief oder die Volksrepublik China macht es vielleicht auch, da alles aufdampfen und so ein bisschen reingucken. Man könnte es vielleicht auch scannen von außen, aber ja, also ich meine, es ist einfach, für die Schweiz ist es jetzt zu teuer, oder? Und deshalb wird es nicht gemacht. Also sprich, falls man jetzt aus irgendwelchen Grund keine Kryptographie zur Verfügung hat, obwohl es eben mittlerweile ja doch Werkzeuge gibt dafür, dann kann man einen Brief schreiben und die Wahrscheinlichkeit, dass er gelesen wird von einer dritten Stelle, ist verschwindend klein. Vor allem, wenn man es noch handschriftlich macht, dann funktionieren auch mögliche Systeme zur Durchleuchtung sehr wahrscheinlich gerade gar nicht. Man könnte auch noch eine Alufolie oder so reinmachen rundherum oder sowas oder irgendwie sonst ein bisschen Zeugs. Dann ist einfach gelaufen. Oder? Aber eben, hier steht es in Deutschland steht es im Grundgesetz. Ne? Also das Briefgeheimnis ist explizit erwähnt, ja. Ist aufgeführt. Da ist noch so tatsächlich eine Hemmschwelle. Und das wird aber nicht so eben auf jede Art elektronische Austausch, wird das nicht so angewendet. Nein. Ja, genau, ja. Mich würde interessieren, wir haben ja gestern Donna Haraway oder am ersten Tag noch Donna Haraway gelesen, Manifesto für Cyborgs-Manifesto. Ja, das gibt es auch schon, das habe ich gar nicht mitgeschrieben. Das ist 1985. Ah, oh, erstaunlich, okay. Und dort hat sie ja auch die ganzen Geschlechter unterscheiden, also Mann, Frau, taucht ja schon gar nicht mehr auf. Ne? Also das ist ja, genau, das ist übrigens auch ein Audrey Tong. Sehr lustig, also das ist die taiwanesische Digitalministerin, die hat mal im Tagesanzeiger ein größeres Interview gegeben und sie hat direkt das Gespräch damit gestartet, dass sie Postgender sei. Also das heißt, sie hat gerade das Gespräch über ihre Identität, mit wem sie gerne ins Bett hüpft, hat sie direkt im Keim erstickt. Das finde ich großartig, weil da wird auch zu viel Zeit damit verbraucht, oder? Ich kann es auch und mal jetzt suchen. Jetzt würde ich gerne noch fragen, also wie das ist ja bei dir der angeheftete Tweet, genau. Was macht dieser Eric heute? Also wenn wir diese Texte der 70er, 80er, 90er Jahre schon früher, eben wir haben ja jetzt Stanislaw Lem gelesen, also das ist ja noch früher, also die Enttäuschung gegenüber den Visionen, die wir hatten und dem, was im Moment möglich ist, ist ja schon unglaublich krass weit aus. Ja, das ist schon so. Das ist schon wahr, ja. Ja, ich erlebe auch, dass in der letzten Zeit erst ein bisschen Bewegung ins Spiel kommt. Dass eben dieses Manifesto, ich habe es gerade reingepastet, das da unter activism.net, das Cypherpunk-Manifesto, das ist offenbar von 1993, oder? Und zu dem Zeitpunkt hatten wir irgendwie für die Anti-AKW-Bewegung hatte Phil Zimmermann in den USA PGP, Pretty Good Privacy, gebaut, so ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren, womit man E-Mails verschlüsseln kann, aber auch Dateien und so. Das hat sich halt voll nicht durchgesetzt, also es hat fast keine Sau genutzt und es war einfach alles ein bisschen zu manuell, ist bis heute eigentlich so. Und da kommen wir halt jetzt mit PEP, aber halt auch sehr spät erst.
Projekt gibt es seit 2015, 16 und genau, was reinposten und das automatisiert diese Schritte, die man eigentlich schon vor Jahrzehnten hätte automatisieren müssen. Und ja, und sonst haben wir noch Messenger und so Sachen, aber eben, also lange Zeit war Reiche eigentlich nichts, also die ganzen 90er, 0er Jahre am Anfang, da haben einfach die Konzerne immer mehr übernommen, oder? Da ist so E-Commerce irgendwie Siegeszug und dann Dotcom-Blase und da war eigentlich nicht viel davon zu sehen. Also es gab eigentlich keine Systeme, wie es da im Manifesto steht, die wide deployed waren, wo jetzt normale Menschen oder nur schon Aktivisten, die vielleicht ein bisschen mehr dann sich noch beschäftigen mit Kommunikationstechnologien aus Sicherheits- und Privatsphäregründen. Also die hatten eigentlich nichts in der Hand, außer vielleicht PGP, oder? Und das ist halt schon, also da ist lange wirklich nichts passiert. Also erst jetzt so seit den Snowden-Enthüllungen, würde ich sagen, und vor allem auch WikiLeaks, tut sich hier was und plötzlich ist auch Geld ein bisschen verfügbar, weil es da halt entweder Leute mit Geld gibt oder halt eine gewisse Spendenbereitschaft da ist. Also seither geht es ein bisschen zu und her. Aber wir sehen ja auch Facebook und so weiter, also die werden jetzt nicht kleiner, oder das wird immer größer und größer. Also hier kommt es quasi zu einem Showdown. Würde ich meinen. Nein, also ich verstehe nicht, warum du nicht auf den Staat losgehst. Deshalb nutze ich ja immer wieder dein Meme, was du so häufig genutzt hast. Du bist ein wahrer Gläubiger. Ja, was auf den Staat losgeht? Soll ich irgendwie ins Staat anziehen, ins Gefängnis gehen oder was? Nein. Macht ja keinen Sinn. Du hast doch dieses Manifesto vorher gelesen. Aber dort steht im Prinzip drin, macht einfach selber. Dort steht im Prinzip drin, vertraut nicht auf den Staat. Ja. Sondern macht einfach. Aber natürlich, wenn ein Referendum, also wenn Sie gerade ein Überwachungsgesetz machen oder eben so ein Covid-Zertifikats-Bullshit hier, dann muss man sich auch wehren, oder? Weil man sollte ja nicht einfach alles durchpassieren lassen. Ich würde noch aufs andere gehen. Im Moment. Ja. Oder was meinst du genau? Ja. Über das Parlament und über Bundesrätin Sommaruga allein in der kleinen Schweiz 1,7 ja. Milliarden jährlich in massenleitende Medien. Und es ging nie in diese Ideen, die wir mal hatten. Warum sollen wir denn auch diese Ideen Stiftungen überlassen, sogar wenn es gute sind wie eure PEP Foundation oder so? Ich meine, warum? Ja, weil du Geld brauchst. Du kannst nicht einfach alle Leute gratis irgendwie arbeiten lassen. Wir haben 1,7 Milliarden. Wir haben 1,7 Milliarden. Ja, ich habe keinen Zugang. Ich habe keinen Zugang zu diesem Geld. Keine Ahnung, was du jetzt meinst. Keine Ahnung, aber so war Balthasar Glättli, der Teil von der Parldigi ist und überall rumgeht. Ja, dann sag ihm, er soll uns 1,7 Milliarden Franken überweisen, aber nichts dagegen. Ja, also. Was sagt er in SRF Arena? Er sagt, diese Argumentiererei über YouTube müsse abgestellt werden. Das sind die Leute, die im Parlament hocken. Und gerade diese Woche ist ja wieder rausgekommen, die Qualitätssicherung von der Universität Zürich. Ne? Also die Gratiszeitung Boulevard, die steigen jedes Jahr in der Qualität der Professoren. Ja, oder jetzt die Republik, die mich hier irgendwie attackiert, also das ist auch eine Katastrophe hier. Das sind deine engsten Freunde, also hallo. Ja, ich finde Corona-Krise super, weil jetzt sieht man, wer die Freunde sind, und die Feinde würde ich es unbedingt sagen, aber wer jetzt dann nicht so die Freunde sind. Ich finde das super, also da spaltet sich gerade alles wunderbar, also ich finde das großartig. Ja, ich meine, mit dir bin ich auch nicht immer einig, aber man muss es ja nicht gerade irgendwie dann so mit... Und die Wochenzeitung als linke Zeitung, wo ich als Sozialarbeiter bereits vor 10 Jahren als Rechtsradikaler rangenommen wurde, die bescheuert. Ja. Ich meine, ich kenne ja diese Entwicklung und der Coronavirus ist ja nur eine Ja, jetzt spitzt es sich aber extrem zu, genau. Aber gut, und jetzt sage ich noch einmal, wenn ich dich fragen würde, Herr Nani, woran würden wir einen Service Public auf der Höhe der Zeit erkennen? Dann hätte ich doch... Ja, das haben wir, glaube ich, auch schon diskutiert. Wenn du mit deinen Manifesten kommst, oder? Ja gut, das mit den Manifesten, das ist einfach, man macht es einfach selber. Die Frage ist dann halt, wo kriegt man die Kohle her, oder? Oder macht man einfach alles kostenlos? 1,7 Milliarden. Genau. Ja, ich hätte nichts dagegen, Service Public. Service Public, genau. Ich hätte nichts dagegen, wenn diese Service Public-Systeme so offen wären, dass man da mitmachen kann und dann, wenn man eine coole Idee hat, dass dann auch das Geld quasi springt. Ja, aber das ist einfach nicht so aufgebaut. Das ist einfach hierarchisch aufgezogen und eben, ich habe jetzt irgendwie manchmal die Möglichkeit da, dass man, also SRG-Kanäle für meine Sachen zu nutzen, weil die mich halt fragen. Aber ja, es sollte schon offener sein, das stimmt schon, ja. Aber ich,
Also dass sind jetzt einfach, ja, das, ich sehe diese Umstellung jetzt einfach nicht. Das müsste man jetzt einfach mal diskutieren mit denen. Oder dass man zumindest wenigstens ein Teilbudget ein bisschen frei hat. Man könnte mal ein paar Experimente machen. Also ich meine, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe ja dann immer wieder gebracht, auch nach dem Text in der NZZ, dass ich gesagt habe, Wikipedia, Wikidata, nicht die real existierende, aber die erdachte, das Best of, Wikipedia, Wikidata von Grund auf neu aufsetzen, weil wir dort zeigen können, wie wir mit Daten, wie wir mit Informationen, wie wir mit Wissen ideal umgehen. Da brauchen wir nicht 1,7 Milliarden, da wären schon 300 Millionen viel zu viel. Also ich meine, ja, klar, oder nur schon ein paar Millionen. Das könnte man einfach machen. Eine PEP Foundation könnte das einfach programmieren, von Grund auf neu, cooles UX und dann wirklich Mensch und Maschine arbeiten miteinander und machen eine Umgebung. Ja, also hallo. Du, bei uns ist einfach privates Geld jetzt. Also eben, auf den Staat ist hier kein Verlass, oder? Da gibt es halt Leute, die spenden oder die investieren, auch höhere Beträge, und dann können wir halt so arbeiten, oder? Aber ich hätte nichts dagegen, wenn es staatliche Mittel gäbe, aber ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Also ich meine, ich habe es gestern in einem SWI Arena-Beitrag, was um dieses Zertifikat gibt, auch wieder gesagt, dass man da dem Cyberdelegierten des Bundes, der Florian Schützen, hatten wir mal im Cyberstammtisch, dass man dem irgendwie auch mehr Geld geben muss, weil der hat uns gesagt, er hat ein Budget von 11,2 Millionen zum Beispiel. Und dann habe ich, und das ist einfach ein Witz, weil ich meine, für Kampfflugzeuge haben wir Milliarden, aber dann für Cybersicherheit haben wir nicht so viel. Und dann habe ich noch was anderes gesagt, das meine ich auch ernst, man soll so ein Kompetenzzentrum bauen, was dann ein paar Bundesangestellte hat, und dann ist es aber offen, das ganze System, sodass auch zivilgesellschaftliche Leute mitmachen können, also eben dieses Wikipedia-Modell im Prinzip wäre dann das ja das, oder? Und dann kann man einfach faktenorientiert und einfach einfach technisch basiert, in dem Fall, es geht um Sicherheit und dort Cybersicherheit, kann man einfach Dinge diskutieren und auch die Probleme des Landes fixen. Ich glaube, es hat ja niemand ein Interesse daran, dass die Schweiz irgendwie angegriffen und in ihrer Infrastruktur zerstört wird. Das macht einfach keinen Sinn, da sterben ja alle dann, oder? Also das heißt, da könnte man jetzt wirklich der Staat schafft einfach eine Plattform, die hat Geld. Und dann können da Leute mitwirken. Und wenn die viel mitwirken, können die vielleicht auch mal Geld kriegen, oder? Also, das passiert ja auch bei freien Softwareprojekten übrigens regelmäßig so, dass Leute eigentlich rekrutiert werden über ihre Patches, die sie einreichen, über ihre Beiträge. Also, irgendwann stellt man fest, aha, da ist jemand immer am, so, also, wäre bei uns auch so. Bei uns sind die Code-Repositories, das kann ich auch mal zeigen, bei der Stiftung. Die sind zum Beispiel komplett offen hier, oder so. Das ist Giti, das ist so ein Source-Code-System. Da kann man sich einfach anmelden und mitmachen. Wenn uns jetzt auffallen würde, jemand schickt uns hier tausende von Zeilen Code die Woche, dann würden wir dann wahrscheinlich immer mal fragen, du suchst einen Job vielleicht oder so, oder? Einfach so quasi meritokratisch sozusagen, oder? Einfach so, wer Macht hat, Macht und so. Aber auf jeden Fall... Ja. Entschuldigung, Peter will schon lange etwas sagen, aber und vor würde ich gerne noch einfach den Satz machen. Es wäre ja eigentlich auch ein idealer, globaler Exportartikel aus der Schweiz. How to disagree. Agree to disagree. Berse hat jetzt gerade wieder gesagt, im Vergleich mit den Ländern um uns herum haben wir in der Schweiz den liberalsten Umgang gefunden mit Corona. Er ist ganz stolz auf diese Tradition. Und ich würde einfach mal sagen, einen solchen Server aufzusetzen, wie es Wikimedia damals gemacht hat, vor 20 Jahren, aus der Schweiz heraus, das wäre ein globaler Exportschlager im Umgang. Wie gehen wir um? Eben wie wir zwei, wir sind uns nicht immer gleicher Meinung. Muss man ja nicht. Ja. Querbeet, ist doch das so in der Schweiz eine Kultur? Wir kennen einander, wir sagen einander du, wir gehen aneinander, wir können. Wie gesagt, das ist, wenn man ein Cyberkompetenz, wenn man ein Kompetenzzentrum schaffen würde, wo zum Beispiel Militärleute dabei wären, die da ein bisschen programmieren und öffentlich sortieren, dann wäre ich mit denen ja auch nicht einverstanden. Ja, unbedingt. Aber es geht einfach um Texte, um Code, um Sicherheit allgemein. Und ich meine, wie gesagt, dass ein Wasserkraftwerk nicht attackiert werden soll, finde ich jetzt auch. Also da muss jetzt kein Militärfanatiker sein, um das zu finden, oder? Und vielleicht können ja Leute wie wir auch, die hier jetzt einfach interessiert sind, also wer auch immer will, kann dann halt auch mithelfen, gewisse
Policies zu schaffen, irgendwie besseren Code zu haben für gewisse Gebiete. Und was wir sowieso auch brauchen, das habe ich auf Swiss Info schon mal vorgeschlagen, sorry, dass ich immer über die Massenmedien gehe, aber die haben halt mehr Reichweite als du, SMS, du SMS. Schau mal, ich habe hier mal Liquid Democracy vorgeschlagen. Da ist auch ein Text von mir, von der Uni Zürich verlinkt, das hast du sicher auch schon gesehen. Also ich fordere, also was ich ja mache, so den halben Tag lang, ist, ich küngele die ganze Zeit rum. Also ich mache es meistens öffentlich, aber manchmal rufe ich auch einfach mal jemanden an, sprich, da kommt es dann einfach dazu, dass ich einen Politiker irgendwie anrufe und sage, du kannst mal einen Antrag einreichen. Und dann macht er das manchmal so. Also beim E-Voting gab es Anträge, die waren quasi von mir geschrieben und irgendein Parlamentarier hat es eingereicht. Ne? Weil die haben einfach keine Ahnung vom Thema, waren aber auch dagegen und waren froh, dass jemand das macht. Aber das ist einfach intransparent und das kann ich machen, weil ich diese Leute halt kenne, wie Franz Grüter, Balthasar Glättli, wie sie alle heißen. Okay, jetzt schlage ich hier aber eine Plattform vor, die könnte zum Beispiel die Bundeskanzlei betreiben, wo irgendwelche Leute, also auch 14-jährige Klimaaktivisten oder 30-jährige SVP, irgendwas, mir ist es wirklich egal, einfach ihre guten Ideen, so nenne ich das hier auch, die guten Ideen, die jeder hat, einfach irgendwo hinschreiben kann und da können andere mithelfen. Das ist auch nicht neu, das Konzept, eben das nennt sich Liquid Democracy. Nein, ich wollte und, sagen, Liquid, aber das gibt es in der Schweiz halt nicht. Und man kann natürlich Liquid Democracy für alles machen, dann artet es ein bisschen aus vielleicht, was auch immer. Was ich hier vorschlage ist, es gibt im Parlament, gibt es ja Motionen, also damit bewegt man den Bundesrat zu einer Handlung. Es gibt Petitionen, es gibt parlamentarische Initiativen, es gibt einfach auch Anfragen. Was ich hier vorschlage, ist, dass wir quasi einen 201. Nationalrat oder halt einen Ständerat mehr quasi virtuell haben. Also wenn einfach jemand eine gute Idee hat und diese Idee ein gewisses Gewicht hat, also auf der Plattform würde sich dann zeigen, die Leute finden das cool und man kann das vielleicht liken und so. Also die Leute würden auch eine Identität haben, die können sie vielleicht auch selber wählen. Ist jetzt nicht so wichtig, wie man genau heißt, aber es soll natürlich nicht so sein, dass jemand einfach alleine dann einfach immer alles steuern kann. Das wäre ein bisschen blöd. Also man muss schon irgendwie ein System haben, wo das transparent offenlegt, wie kommt es zu dieser Popularität. Aber eben, man will es auch am Inhalt sehen. Wenn ein schöner Text erarbeitet wäre, dann könnte man sagen, okay, das Ding hat jetzt so viel Gewicht erhalten, da könnte man auch offiziell eine Schwelle definieren und dann muss das ins Parlament. Dann gilt das einfach als Motion, wie Volksmotion. In gewissen Kantonen gibt es auch Volksmotion. Dann muss der Bundesrat, also dann können das im Parlament diskutieren und dann abstimmen drüber. Also dort wäre dann immer noch eine Möglichkeit, das zu bremsen. Aber es geht einfach darum, dass die Leute einfach sich mehr einbringen können, ohne dass sie sich wählen lassen müssen. Ich will zum Beispiel gar kein Politiker sein. Ich will eigentlich irgendwie rumprogrammieren und Bücher lesen oder irgendwas schreiben oder so. Ich will nicht Politiker werden. Aber das Problem ist, sie machen einfach ihre fucking Arbeit nicht, im Digitalisierungsbereich vor allem nicht und bei Corona offenbar auch nicht. Und dann muss ich mich einfach jetzt einschalten. Oh. Nee, gut, Corona können wir gerne weglassen, wenn du eine andere Meinung hast. Was ich meine ist, ich will dieses Instrument haben. Wenn der Präsident der Grünen Partei der Schweiz, Mitglied von DigiParl etc. in die Fernsehstudios hockt und sagt, wir sollen Internets abstellen, dann würde ich sagen, dann machen die sehr wohl ihre Arbeit. Ja, toll. Ja, aber das ist nicht das, was ich will. Ja, eben, okay. Genau. Der Punkt ist halt, das System sollte so gebaut werden, dass einfach normale Menschen sich auch einbringen können. Also da hat vielleicht eben, wie gesagt, ein Jugendlicher, der noch nicht so gut schreiben kann, hat einfach eine Idee und postet sie da rein. Und da kommen andere und sagen, na cool, die Ansätze sind interessant. Dann wird das quasi so ein bisschen schöneres Deutsch draus gemacht, vielleicht noch ein paar Sätze zugefügt und dann erreicht es einen gewissen Stand und dann erreicht es auch eine gewisse Popularität und dann kann es eingereicht werden und sie können es einfach nicht ignorieren. Ich will, dass es dann quasi aber einer gewissen Schwelle, das wäre zu definieren. Ich habe es auch übrigens der Bundeskanzlei schon mal gesagt, die sollen lieber sowas machen statt E-Voting, weil das würde ja der Demokratie wirklich was bringen. Das würde die Politikverdrossenheit würde das auch ein bisschen bekämpfen. Ja, Wikidata hat genauso funktioniert. Da hat ja jeder. Ja, man kann auch ein MediaWiki verwenden, klar, aber ich sage, es gibt einfach auch Plattformen, die dafür spezialisiert sind, wie halt Liquid Feedback oder Autocracy. Also eben da in diesem Artikel ist auch eine Arbeit verlinkt, da kann man sich das anschauen. Ist egal, auf jeden Fall, ich finde einfach, man sollte solche
Sachen machen. Das hat jetzt auch mit Cypherpunk in dem Sinne, merke ich gerade, nicht mehr so viel zu tun. Hier geht es jetzt um politische Partizipation. Ja, weil Cypher ist halt Verschlüsselung, also das ist schon der Punkt. Also das Mindset ist natürlich auch anarchisch und so von unten her, ja, okay, aber es ist nicht mehr Verschlüsselung. Deshalb sage ich, es ist nicht mehr. Okay, also, vielleicht machen wir noch Fragen, weil wir haben es auf 1920. Jetzt, Stefan, jetzt lass mich mal kurz rein. Ja, total genau. Spannend, dir zuzuhören, alles super, also nehme ich alles total mit. Was ich sagen wollte, ist, dass ich mit jungen Menschen auch arbeite und ich merke, alles, was du kritisiert hast, das führt eher dazu, nicht, dass so Werkzeuge nachgefragt werden oder, mit denen ich halt mich anonym machen kann, sondern dass es respektiert wird in der Art, was ich über welchen Kanal wie austausche. Mhm. Ja, also, dass das immer mitgedacht ist, dass ich weiß, hier liest immer mindestens fünf Maschinen lesen mit. Und das geschaut wird, das sage ich auf WhatsApp, das sage ich nicht, das läuft über Signal. Und als Antwort hier mit dem Liquid Democracy und so weiter, diese Plattformen haben eben auch einen schlechten Ruf, weil sie Populismus sehr leicht befördern. Und ich bemerke, dass viele Menschen oder viele, mit denen ich so mich austausche, wieder viel mehr Lust haben, sich so wirklich am Tisch gegenüber zu sitzen und auf die Straße zu gehen. Und ja, okay, aber wenn du jetzt konkret diese Instrumente im Parlament ersetzen willst, wie willst du das machen? Also physisch, da musst du riesige Massenveranstaltungen machen, wo dann alle rumdiskutieren. Ja, nee, das wird nicht gehen. Hast du recht, aber das ist eine Frage, also das Parlament schafft ja einfach nur Legitimität für Entscheidungen. Du hast ja gerade gesagt, du möchtest sowas nutzen, um wieder mehr Leute. Genau, ich will auch, dass Leute einfacher zu machen, genau, mich zu beteiligen. Weil ich habe schon meine Wege, wie gesagt, aber ich bin nicht die anderen. Also die meisten wissen gar nicht, wie das überhaupt funktioniert. Die haben einfach Ideen, was man machen könnte. Also es fängt wirklich ganz einfach an. Die wissen nicht mal, wie das Parlament funktioniert. Aber die wissen, es gibt da irgendwas, was Entscheide trifft. Das ist eben so Klimajugend, sage ich mal, jüngere Leute. Also gut, die sind vielleicht ein bisschen gebildeter noch, weil sie sich stark informieren. Aber egal, einfach Ideen. Sie haben Ideen, gute Ideen. Aber sie kriegen es nicht reingedrückt also oder einfach so übertragen. Und dann könnte so eine Plattform helfen. Ja, unbedingt, hast du recht. Hier gibt es starke, also ich merke in Gesprächen, das vom Lokalen her zu denken, sehr, sehr viel mehr vom Lokalen. Dass es so egal ist, was die in Berlin sagen, wie wir hier, ich bin in Köln, lass uns hier in Köln reden. Ja, dass die Kommune, dass das Lokale die Kompetenz bekommt, das entscheiden zu können. Das passt auch gut zur Schweiz, wie die Schweiz funktioniert grundsätzlich. Nur, dass hier halt immer mehr zentralisiert wird irgendwie, aber da gibt es ja auch Bewegung sozusagen. Jo. Das wollte ich nur wissen. Wie ist es vom Zeitplan her? Ja, es ist super. Danke. Wie ist vom Zeitplan her? Bis 20 Uhr. Ach so. Ah, okay. Weil irgendwie stand ja, also der Slot war ja quasi bis 1920, oder? Ja. Machen wir das auf. Also wir haben das, dieses Video hat gegen 20.000 Views, finde ich völlig verrückt, was wir da... Dieses hier? Jahren, also aha, das war dann die Liste, wir haben dann in dieser Liste... Ja gut, das sieht auch interessant aus, Also wir haben damals gefragt, woran würdest du einen Service Public auf der Höhe der Zeit erkennen? ÖG, öffentliches Geld, öffentliches Gut, ne? Dann sagen wir, okay, ja, das beginnt ja bei der Hardware. Ja, das beginnt ja bei Programmiersprachen. Ja, das ist ja Betriebssysteme. Das sind ja Datensicherheitsthemen und so weiter. Dann kommt wieder Nicolas Negroponte in den Sinn, der für Afrika One Laptop per Child gebracht hat damals. Mein Gott, was war das? Dann geht es in die IP-Adressen rein. Dann brauche ich einen Festplatz, wo mir mein Zeugs nicht weggemacht wird, weil ich Bombe reingeschrieben habe oder Coronavirus. Und dann kriege ich das von Google gleich. Google Schweiz hat mir, ich bezahle für meinen Space auf Google Drive, hat mir verboten, sie haben das dann wieder aufgelöst, aber hat mir verweigert, dass ich meine Google Docs Dokumente teilen kann, wo ich nur schon angefangen habe mit Coronavirus. Ne? Dann geht das weg. Ja. Also ich brauche doch einen. Ja gut, Facebook. Aber eben da, genau, aber da ist eh klar. Also wir propagieren ja die ganze Zeit, wir haben ja auch einen Ratgeber für digitale Selbstverteidigung mal in der WOTS und auch online mittlerweile. Das ist Kulpabilisierung. Das ist Kulpabilisierung. Nee, nicht Kulpabilisierung. Ich meine, ja, nee, sorry, also du musst ja schon.
Nee, aber du. Nein. Ja, nee, es geht ja nicht darum, dass du alle. Ja, nee, vielleicht pflückst du auch lieber Pflanzen. Es geht ja nicht darum, ja, dass du alles selber machen musst. Aber es gibt Leute, die diese Infrastruktur errichten können, sodass du sie auch nutzen kannst und dafür gibst du dann Pflanzen oder sowas. Also das ist ja klar. Aber dass man einfach direkt auf Google gehen muss, immer und dort alles nutzen, das ist halt blöd, sollte ja man halt nicht machen. Das ist also auch diese Plattform hier ist sicher nicht das Beste, was es gibt, oder? Aber egal, nein, oder? Weil alles öffentlich ist, macht das tatsächlich in diesem Fall nicht so einen großen Unterschied. Also ich habe mich jetzt hier auch mit einem Google-Konto, glaube ich, eingeloggt. Es ging glaube ich, nicht mal anders. Das ist da alles ein bisschen schräg. Aber egal, hier ist ja eh alles öffentlich. Von dem her spielt das keine Rolle. Aber da gibt es natürlich andere Bereiche, wo es dann eine Rolle spielen würde. Oder wo man dann vielleicht auch nicht jeden Satz irgendwie auf die Waagschale legen. Also hier müssen wir im Prinzip jeden Satz auf die Waagschale legen, wenn man jetzt paranoid wäre. Aber ich glaube, das, was ich hier sage, werde ich auch in 20 Jahren noch unterschreiben. Von dem her ist mir das ziemlich egal. Jawohl. Denkalarm sagt, wir sollen ruhiger werden. Also das finde ich ja auch. Denkalarm, wer ist ein Denkalarm? Ja, Denkalarm, der heißt jetzt halt so. Aber was ich ja, mein Plädoyer ist doch eigentlich nur, Herr Nani, wir haben 1,7 Milliarden. Welche, also du meinst SRB? Nein, zusammen. Das ist ja dann diese Kampagne, die im Moment auch läuft. Also der Schweizer Staat gibt 60 Milliarden. Aha, das, okay. Also der gesamte Schweiz. Ich würde eben auf die Staatsressourcen des Bundes, würde ich eben auch noch als unser Geld eigentlich betrachten. Die kriegen sie ja über Steuern übrigens. Also die geben etwa 60 Milliarden Franken im Jahr aus. Das ist ein Zehntel des Schweizer BIPs oder ein bisschen weniger oder vielleicht sind es auch schon 70, auf jeden Fall ist natürlich nimmt es einfach nicht mehr zu. Und dort wäre der Appell, ja, macht einfach irgendwelche Systeme so, dass man da auch mitmachen kann. Und jetzt noch zwei Beispiele, das gibt es auch schon. Ja. Das ist zum Beispiel Open Data Zürich. Machen Open Government Data. Das sind coole Leute, die sind auch sehr nahbar. Du kannst sie auf Twitter anhauen. Und sie reagieren sofort, kann sie auch einfach anrufen. Das sind einfach coole Leute, die werden von den Steuern bezahlt. Und sie haben zum Beispiel in der Corona-Krise haben sie dafür gesorgt, dass die Zahlen, ich weiß, das sind jetzt nicht gerade die schönsten und nicht die vollständigsten Zahlen, aber es ist einfach das, was wir halt haben. Also ich hätte gerne noch Prävalenz und andere Sachen, aber lassen wir das Thema. Also dass einfach die Fallzahlen und auch Hospitalisierungen, Bette und so, dass es da zu einem einheitlichen Format kommt. Und alles auf GitHub, das liegt alles auf GitHub. Und da kann man auch einfach mitmachen. Wenn man da einen Fehler sieht, kann man einfach sagen, ja, ich habe einen Patch. Und es gibt auch Swiss Open Data, also opendata.swiss gibt es auch. Da sieht man so ein bisschen staatliche Sachen. Was ich ja die ganze Zeit mache, sind ja Gesuche stellen nach Öffentlichkeitsgesetz. Da kriege ich dann auch Daten. Also die sind dann quasi auch am Arbeiten, weil ich was angefragt habe. Zum Teil ist es auch sehr aufwendig. Da kommt es auch zu mehrstündigen Schlichtungssitzungen. Also ich zahle sicher nicht genug Steuern, um das, was ich da verbrenne, irgendwie wieder wegzumachen. Aber das ist quasi dann auch in meinem Sinne, dass meine direkten Bundessteuern, Mehrwertsteuern und Gebühren sehr gut sichtbar sind, oder? Und jetzt könnte man das aber noch weiter ausbauen. Also die ganzen Informatikprojekte zum Beispiel, die könnte man einfach komplett öffentlich entwickeln. Und dann wären da diese 1,7 Milliarden wären dann irgendwann nicht mehr so weit weg. Also ich weiß nicht, wie viel Geld das der Bund jetzt für Informatikprojekte ausgibt, aber hin und wieder gehen mal Projekte auch schief, die so 100 Millionen gekostet haben, wie zum Beispiel Insieme, so eine Software für Mehrwertsteuervereinheitlichung, oder als wir das E-Voting abgeschossen haben, das waren auch etwa Kosten geschätzt von etwa 100 Millionen Schweizer Franken über das Ganze, also über alle Kantone hinweg plus Bund. Also und am Schluss hat man einfach kein Ergebnis davon in vielen Fällen, oder? Und da wäre es halt wünschenswert, man würde von Anfang an das Zeugs öffentlich entwickeln, also das wäre zum Beispiel auch beim Patientendossier. Das ist quasi, wie nennt man es in Deutschland, elektronische Gesundheitskarte, Akte. Das ist also der CCC attackiert das dort ja auch die ganze Zeit. Da gibt es auch Vorträge auf media.ccc.de. Das machen wir in der Schweiz auch. Also diese Plattform ist einfach so schlecht konstruiert von der Architektur her, dass man quasi vom Schiff aus sagen kann, das Zeugs geht schief. Ihr könnt es direkt versenken. Ja, aber das ist ein schöner Punkt, wenn du mal inhaltlich jetzt was machen willst. Da ist sichtbar, dass verschiedene Interessengruppen eben drum stimmen, wer was mit diesem elektronischen Ding, wie auch immer, dann eben was machen kann. Die abrechnen, die Arztleistungen, im Moment sind die ganz wichtig, verdienen da gut dran, die wollen, dass sich da an gewissen Wegen nichts ändert.
Ne? Also das ist weniger sachliche Fragen oder fachliche Fragen, Politik und Lobbyismus und also das Übliche. Ich will das ja auch haben, als dass ich das nutzen kann als Dienst, aber gerade bei gesundheitlichen Daten bin ich unheimlich pingelig. Ne? Also da will ich. Genau, und eben bei uns ist es einfach so, dass wir da eine riesige zentralistische Plattform am Errichten sind. Ich kann auch gerne, dass, wenn das noch interessiert, das wird in Deutschland nicht besser sein. Also beziehungsweise gab schon Hacks vom CCC. Wie habe ich das da genannt? Hat man schnell. Irgendwas mit Streisand, genau. Sie haben nämlich ein Dokument dann auch entfernt, das hat ihnen nicht so gepasst, obwohl es ihr eigenes Dokument war. Und ich finde das gleich. Genau, ich könnte mal meinen Bildschirm wieder teilen. Dann kann ich gleich mal zeigen, was ich meine. Share Screen, oder? Nehmen wir einfach die ganze Nummer hier, oder? Es sind eh keine Pornos offen, kein Problem. Also, und auch wenn. CCC Schweiz, oder sieht man das? Ja. Yeah. Hier steht eHealth Streisand, offenbar verspürt das Bundesamt für Gesundheit gesteigerte Lust daran, dass sich mehr Leute den Risikobericht zum E-Patientendossier anschauen. Es hat den Link entfernt und so werde Licht. Okay, was steht denn da so drin, dass wir das so lustig da hinposten? Da stehen Sachen drin wie, da gibt es ja verschiedene Stufen der Katastrophe, oder? Marginal, kritisch, katastrophal, oder? Und der Fernsehen spielt da immer eine große Rolle, oder? Image-Schaden für die Bundesverwaltung ist klein und von kurzer Dauer, kein Fernsehen und höchstens Kurzmeldungen der Presse. Dann Stufe 3, oder? Größerer Image-Schaden für die Bundesverwaltung, Artikel in der Presse, aber nicht Seite 1, kein Fernsehen. Und dann katastrophal, das ist das, was wir auch voraussehen hier, großer Image-Schaden für die Bundesverwaltung, Seite 1, Meldungen in Presse und Fernsehen. Und dann, ja, was geht es eigentlich inhaltlich, oder? Inhaltlich geht es um so lustige Risiken wie die hier, Datendiebstahl durch Insider oder Hacker. Also ich glaube, so der Schlüsselsatz, der ist direkt schon blau markiert hier, der lautet dann so wie, das habe ich auch mal im SRF Club vorgelesen, also das ist eine Schweizer Sendung, vor der Direktorin des Bundesamts für Gesundheit, die war dann halt auch nicht so entzückt, aber so ist es halt. Systemadministratoren oder unberechtigte Dritte, die sich Systemadministratorenrechte verschaffen können, deshalb unter Umgehung der obligatorischen Rechteverwaltung auf Daten in potenziell großer Menge zugreifen und diese an interessierte Dritte weitergeben. Also unter Umgehung der obligatorischen Rechteverwaltung. Das heißt, da gibt es eigentlich irgendwelche Schutzmechanismen, damit da nicht jeder alle Daten anschauen kann, aber die können umgangen werden. Das halten Sie in einem eigenen Risikobericht fest, den haben Sie selber in Auftrag gegeben. Und das ist gut, dass Sie das machen, oder? Aber wenn man dann solche Feststellungen macht, müssten ja jetzt Konsequenzen folgen. So quasi, nee, das geht so nicht. Wir müssen da irgendwie jetzt die Architektur neu machen. Das ist gefährlich. Und das fordern wir auch. Wir fordern eine, also ich habe es gestern schon wieder irgendwo im Fernsehen gesagt, aber diesem Swiss-Info-Zeug, Sie sollen dieses Gesetz neu schreiben, dieses Bundesgesetz über das Patientendossier. Das muss nach dem Modell, von mir aus des Covid-Zertifikats, von mir aus der Swiss-Covid-App, einfach so, dort hat es ja schön, also ich bin gegen diese Instrumente, sie sind nutzlos oder sogar kontraproduktiv, aber wie sie gemacht wurden, geht schwer in die richtige Richtung. Alles Open Source, man kann mitentwickeln, man kann schauen, was es macht. Die Architektur ist auch so gebaut, dass es gibt immer noch Datenschutzprobleme, aber sie sind einfach minimiert, es gibt nie keine Datenschutzprobleme. Und jetzt müssen Sie diese Systeme, die wir hier am Ausrollen sind, da gibt es noch andere, es gibt auch noch so eine E-Justiz-Plattform, die kommen soll, dann soll die ganze Justizkommunikation über eine große zentrale Plattform ablaufen. Also es ist auch wieder der gleiche Scheiß. Aber jetzt einfach mal Patientendossier, müssen Sie das Gesetz neu schreiben und diese Prinzipien, die Sie jetzt auch beim Covid-Zertifikat, also Schweizer Green Pass da, und auch bei der Swiss Covid-App bereits angewandt haben, halt dort anwenden. Und am besten legen Sie das ganze Zeugs ab Zeile 1 des Codes ins Internet. Dann können gleich alle gucken, was ist dann passiert? Ja, ich glaube, es geht schief. Und dann kann man direkt handeln. Und es macht auch mehr Spaß. Und ich meine, am Schluss wird dieses System, ja, dieses elektronische Patientendossier, das wird ja für uns alle gemacht. Ich meine, ich will das ja vielleicht auch so haben, auf einem Gerät, wenn ich dem Gerät, also ich kann ja mir ein Gerät verschaffen, das jetzt für das ist. Das mache ich vielleicht sogar mit. Aber sicher nicht, wenn das irgendwo zentral abgegriffen werden kann.
dann mache ich nicht mit, dann lasse ich lieber Papier beim Arzt und schiebe es von einem Arzt zum nächsten und dann geht es verloren und dann muss ich halt nochmal eine Kontrolle machen, dann läuft es halt so weit. Also der Vorteil an unserem jetzigen Chaos sozusagen ist, es ist extrem schwierig für einen Angreifer, eben an diese potenziell große Datenmenge, wie das schön geschrieben ist, ranzukommen, weil ja, ich meine, du musst halt ein Gebäude angreifen, du musst da rein, das ist eine kriminelle, da braucht man ein bisschen kriminelle Energie. Machen die meisten natürlich schon nicht mehr mit, oder sie müssen den Arzt verarschen, irgend sowas. Oder vielleicht den Arzt angreifen über E-Mail-Attacke. Auf jeden Fall, es sind Schritte nötig, die brauchen halt ein bisschen kriminelle Energie. Okay. Und beim elektronischen Patientendossier braucht es die auch, aber wenn es dir gelingt, da reinzukommen, dann hast du einfach den Jackpot geknackt, weil dann hast du quasi die Daten der gesamten in der Schweiz ansässigen Bevölkerung. Genau. Das ist eine absolute Katastrophe. Und du hast ja vorhin auch gesagt, medizinische Daten, Gesundheitsdaten, die sind nicht einfach so ein Klacks, weil die sind ja nicht veränderlich. Ich kann nicht entscheiden, ja, ich habe jetzt kein AIDS mehr oder so, oder ich bin jetzt nicht mehr depressiv oder so. Also gut, das Depressionsding lässt sich vielleicht lösen, aber gewisse Krankheiten lassen sich als Stand jetzt nicht lösen. Das heißt, diese Brandmarkung, die bleibt dann. Und die Leute würden ja auch nicht draußen rumlaufen mit, ich habe Corona, ich habe AIDS und Hepatitis habe ich auch noch auf der Stirn eingebrannt. Würden sie auch nicht machen, das wäre unangenehm. Und sie würden vielleicht dann auch von Leuten geächtet werden, exkludiert werden. Deshalb ist auch dieses Zertifikat, aber es ist ein anderes Thema, für eine völlige Katastrophe. Aber egal, auf jeden Fall, das geht einfach so nicht mehr weiter. Also wir können nicht Systeme ausrollen, wo irgendwelche Nerds und Aktivisten, die jetzt nicht mal involviert sind, wirklich von Weitem sehen, dass es einfach schief gehen wird, dass es einfach hochkant scheitern wird. Das geht einfach so nicht mehr weiter. Und eben da, wegen den Milliarden, da wären die Milliarden ja dann da. Oder dann sollen sie einfach auf GitHub ein Repository machen oder eine eigene Plattform betreiben, wäre noch besser. Und dann können da alle mitmachen und vielleicht gibt man dann selber mal ein bisschen Geld davon ab. Da kann man auch die Projekte ein bisschen verbinden. Also da gäbe es so viel Synergiepotenzial. Die haben so viel Geld, dieser Staat hat ja Milliarden und Milliarden über Milliarden. Das ist einfach absurd. Und eben für irgendwelche Kampfflugzeuge, also war das ein Bedrohungsszenario? Ja, ich möchte das nicht haben, auch aus politischen Gründen. Ich möchte nicht, dass Arbeitgeber alleine Statistiken abfragen können, mit welchen Krankheitsverteilungen zu welchen vielleicht körperlichen Merkmalen passen. Ich will das nicht nur wegen mir nicht, sondern ich möchte gar nicht, dass das überhaupt ein Kriterium werden kann. Ja klar, und eben, es kam auch schon zu einer Katastrophe, also das hat der Claudio Luck vom Forschen des CC Zürich mal irgendwo hingepostet, ich weiß nicht, ob ich das gerade finde, egal, man kann es auch auf so sagen, man findet es schon. Also in Norwegen haben sie aber auch so ein zentralistisches elektronisches Patientendossier eingeführt und dann wurden dort die Daten von 2 bis 3 Millionen Leuten, also einem erheblichen Teil der Bevölkerung, abgegriffen, also die haben dann bestätigt, sie haben einen Angriff und dann haben sie gesagt, der Angriff hat die Muster gehabt von einem staatlichen Akteur, also da war vielleicht ein anderer Staat daran beteiligt, das abzuziehen. Das ist jetzt aber auch egal. Ich meine, natürlich gibt es auch ein Interesse für andere Staaten, den Gesundheitszustand einer gesamten Bevölkerung zu durchleuchten. Wieso nicht? Das ist ja auch Erpressungsmaterial, man kann Leute mit Schwächen identifizieren, vielleicht sind sie auch noch gleich CEOs. Da kann man natürlich besondere Maßnahmen dann ergreifen, um quasi an die Rand zu kommen, sie zu manipulieren. Also da gibt es ja Handbücher, CIA-Handbücher, Stasi-Handbücher, wie geht man da so vor, oder? Je mehr Material man über einen Menschen hat, je besser kann man da gezielt vorgehen. Also diese Daten sind kein Klacks und eben, es ist schon passiert. Und wenn es sogar schon passiert ist, meine, meistens versteht sie Politik immer erst dann, wenn es passiert, dann sollte man das vielleicht einfach ernst nehmen. Und es ist auch einfach logisch, dass es passieren kann. Also zentrale Systeme sind halt nicht... Sie können sicher gemacht sein, im Sinne von, man kann sehr viel Energie reinstecken, dass man nicht so einfach reinkommt. Aber wenn man reinkommt von außen, dann ist es gelaufen. Und was wir halt da in diesem Bericht gesehen haben, ist, da wird ja ein Inside-Risiko wird ja beschrieben. Also das heißt, wenn du jetzt da arbeiten würdest, das eben von euch, und dann kommt so das Angebot, ja, wie wäre es mit so einer Million oder zwei, eine Insel in der Pazifik und noch ein paar schöne Helikopter und so, dann würden vielleicht einige sagen, ja, easy, da ist die Festplatte. Oder so. Und das geht einfach nicht. Das System darf nicht so gebaut sein, dass es anfällig ist auf Korruption. Das darf nicht so gebaut sein. Kommt ja hinzu, warum soll ich mich darauf einlassen, auf ein zentrales System, wenn es gar nicht nötig ist? Ich finde es gar nicht diskussionswürdig. Es ist einfach falsch. Einfach grundfalsch in die Richtung zu marschieren. Eben der Vorteil vom jetzigen System ist, wir haben ein Chaos. Totales Chaos. Ja. Das macht es schwierig. Das ist super. Nein, ich meine, es macht es schwierig aus Angreifersicht. Also ich will jetzt alle Daten der Schweizer Bevölkerung haben. Da muss ich da
irgendwie raus und da irgendwie anfangen, irgendwie Arztpraxen zu suchen, da reinmarschieren in der Nacht um drei und so, und dann hoffentlich findet mich die Polizei. Das macht einfach keinen Sinn. Es skaliert einfach nicht. Man hört, es ist wie E-Voting versus Brief und vor allem Urnenwahl. Also Brief ist auch schon ein bisschen unsicherer, aber ich würde sagen, in der Schweiz ist immer noch sicher genug. Aber bei Urnen, es ist einfach absurd, so etwas manipulieren zu wollen in der Masse. Da muss man wirklich Hand anlegen, muss aus dem Haus raus, man muss da was tun. Bei E-Voting oder bei solchen Systemen, die zentral sind, im Internet irgendwie abgreifbar, da kann man einfach gemütlich auf dem Sofa rumhängen, ein paar Tage durchhacken und oder ein paar coole Tools finden, dann ist man da drin. Oder man macht halt Korruption und bezahlt irgendjemanden. Oder eben, es gibt ja auch Social Engineering. Da gibt es übrigens ein sehr schönes Buch, das ich empfehlen würde. Weil die meisten gewieften Angriffe sind ja nicht technisch. Die laufen ja über Social Engineering ab. Das Buch heißt The Art of Deception, was ich mir das kennt. Das ist von Kevin Mitnick, das war ein berüchtigter Hacker der USA, der hat das FBI in der Nase rumgeführt und das meiste, also er hat natürlich auch programmiert und andere Dinge getan und irgendwelche Tools verwendet, aber häufiger hat er einfach mal irgendwie hat sich in die richtigen Kleider reingetan oder hat so diverse Anrufe getätigt, also er hat quasi Leute manipuliert für seinen Zweck, also das ist so ein bisschen ein Standardwerk des Social Engineerings. Und eben der Angriff, der jetzt dort beschrieben ist, im Prinzip geht es ja in die Richtung. Also wir sprechen da nicht von einem gewieften technischen Angriff, der da beschrieben ist in dieser Risikobeurteilung rechts auf dem Screenshot. Ich kann den Tweet übrigens auch noch hier reinpacken. Sondern wir sprechen einfach von einem Insider, also der einfach Zugang hat zum System und es ist für ihn ein leichtes, diese Daten rauszukopieren. Hier Screenshot 2. Und das sind einfach alarmierend, dass ein Bundesamt selber das festhält und dann einfach weitermacht. Und also ich meine, das ist wirklich so Prinzip Hoffnung, komm, wir gucken mal, ob es niemand merkt und habe ich diesen Job in drei Jahren überhaupt noch, vielleicht bin ich dann woanders. Also es gibt auch Verantwortungsdiffusion oder Verantwortungslosigkeit in dieser Verwaltung. Das führt natürlich auch noch zu einem Problem. Aber wirklich, man sollte das stoppen und einfach neu aufgleisen, auch wenn es ein Jahr, zwei länger dauert, sorry. Und wenn man es komplett offen entwickeln würde im Internet, dann geht es vielleicht sogar noch schneller, da ist vielleicht auch die Motivation größer. Weil sie wollen ja auch, dass die Leute das nutzen, das heißt, sie müssen dann quasi an das Vertrauen appellieren, dass die Leute das dann auch wollen. Und sie wollen da auch, dass es freiwillig ist. Natürlich am Anfang ist es immer freiwillig und später macht man es dann verpflichtend. Oder man macht die Krankenkassenprämie abhängig davon. Da gab es schon Vorschläge, Ruth Humble, die Mitte, oder? Also das ist schon klar, wie das läuft. Aber egal, das Vertrauen, wie bei allen anderen Sachen, die wir da so ein bisschen haben, könnte man erhöhen, indem man einfach ein System hat, das einfach eben technisch sauber daherkommt, wo man die Probleme, die es dann trotzdem gibt, ausräumt und wo man dann quasi auch sieht, da machen ja auch andere Leute der Gesellschaft mit und so, das ist nicht nur der Staat, also können alle ein bisschen mithelfen, ah, da fehlt ein Symbol, okay, irgendjemand hat es geaddet, super, oder irgend sowas, oder? Das wäre alles möglich, wir sehen ja ganze Projekte, die so funktionieren, sei das Wikipedia, sei das irgendwelche Linux-Distributionen, seien das irgendwelche anderen Projekte, es gibt auch Games, oder die im Internet entwickelt werden, irgendwie so von Communities in Foren, da kann man mitgamen, dann, oh, mir gefällt irgendwie dieser Soldat nicht, ich will irgendwie eine andere Farbe, ja, dann mach's endlos einfach, oder? So, oder? Das ist einfach irgendwie so, oder? Und aber der Staat ist da halt immer noch, der Staat ist halt immer noch in den 70er oder irgendwo, keine Ahnung, so erkläre ich mir das. Ja, die wollen Macht, ich muss damit Kontrolle abgeben. Und wenn ich es dezentral mache, gebe ich Kontrolle ab. Das sind alles so, das lernt sich nicht so schnell. Ja, hast du recht, die sind da 79ern, ja. Aber dann geht es halt schief, sorry. Dann geht es halt schief, weil wir greifen das ja immer an. Also natürlich immer mit legalen Mitteln, mit politischen Instrumenten oder auch mit so Beispiel-Hacks. Aber das machen wir auch in Deutschland. Aber wir greifen es halt die ganze Zeit an. Und ich glaube, wir hatten jetzt bis jetzt noch nie Unrecht. Also das ist einfach so. Also weil wenn wir anfangen, irgendwas anzugreifen, dann haben wir schon irgendwo eine Grundlage, oder? Also das ist nicht einfach irgendwie, ich habe gerade kein Leben, ich muss mal ein bisschen rumbashen. Sondern da gibt es schon Überlegungen dahinter. Ja. Wie kommt es denn, dass Balthasar Glättli und all diese nahen Leute zu DigiGuess und überall, wie kommt es denn dazu, wie erklärst du dir das, dass diese Politiker... Ja gut, der ist ja nicht dagegen, wenn er jetzt hier wäre, würde er uns wahrscheinlich den meisten Punkten zustimmen. Die Frage ist, was für eine Macht hat er? Also man müsste wahrscheinlich Anträge einreichen, die
die durchkommen, oder? Und wo die Verwaltung dazu gezwungen wird, so vorzugehen. Also eben, es gibt ja schon auch positive Entwicklungen. Also wenn man zum Beispiel dieses OpenData.swiss nimmt, das gab es vorher ja nicht. Da werden jetzt einfach Rohdaten veröffentlicht, mit denen kann man dann arbeiten. Oder es gibt ja auch so Hackathons manchmal oder eben auch Open Data Zürich, die muss man jetzt wirklich loben. Die sind sehr offen für Zusammenarbeit, auch mit der Zivilgesellschaft. Das haben sie in der Corona-Krise ganz am Anfang gemacht. Ich habe die dann auch mal wirklich dann über eine Zeitung gelobt, oder? Also man muss ja nicht immer auch alles nur fertig machen. Wenn sie mal was gut machen, kann man ja auch mal sagen, das habt ihr jetzt aber gut gemacht, oder? Sonst wird es ein bisschen pathologisch irgendwann, oder? Das sind coole Leute, die haben Repositories auf GitHub oder so und da kann man einfach mitmachen. Also das heißt, du nutzt da du nutzt dann auch Staatsressourcen bereits, also weil die sind angestellt, Vollzeit und machen da Dinge. Also du kannst ein Ticket eröffnen, sagen, da fehlt noch was, könnt ihr mal gucken, und dann fangen die an zu arbeiten. Also da ist man schon bereit, also kannst du fast schon Arbeit delegieren, wenn du so willst. Also wenn du da halt selber mitmachen willst, dann machst du halt selber mit. Dass jetzt Geld sprechen würden, irgendwelchen random People da draußen, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich denke, das könnte man jetzt einfach immer weiter öffnen und auf andere Bereiche ausdehnen. Genau, Statistik Zürich ist auch super grundsätzlich. Ja, natürlich. Also Michael Grübler hat ja bei uns gezeigt, wie er seine, also der ist ja jetzt Chef vom Amt oder Co-Chef, er hat ja bei uns gezeigt, wie sie die Daten zur Verfügung stellen und wie wir sie in der Wikidata dann übernehmen könnten auf Wikidata. Genau. Der ist so engagiert, oh, ja. Der ist so da. Also, ja. Da gibt es auch noch ein Beispiel, also bin ich auch Mitglied, es gibt ja OpenStreetMap, das ist so eine offene Karte, es gibt einen Verein, SOSM, glaube ich, heißt das Ding, SOSM, CH Swiss OpenStreetMap Verein, genau, da bin ich Mitglied, und da gibt es eine Mailingliste, wo ich immer so ein bisschen mitlese, und da hat es immer wieder so Staatsangestellte, die so kommen, oh, können wir diese Spitäler da vielleicht ein bisschen noch besser eintragen, hier haben wir noch Daten gefunden, also dort läuft das bereits. Also es ist nicht so, dass nichts läuft. Und eben, wenn du plötzlich eine Idee hast, weil systematisch irgendwie, keine Ahnung, also ich zum Beispiel Handyantennen, das wäre doch mal ein Projekt. Handyantennen sind zum Beispiel nicht eingezeichnet. Da könnte man jetzt mal einfach eine Mail an diese Liste machen. Ich will jetzt, dass alle Handyantennen eingezeichnet sind. Und dann kommt vielleicht einer von der Swisscom oder von irgendwo sonst her. Also da kann man wirklich mitmachen, das ist auch cool. Also es ist vor allem für Berg. Also wenn man so gerne wandert, also vor allem so in Bergen und so im Wald, haben die manchmal immer wieder so Routen, die man auf Google Maps, was ich eh nicht mag, dann nicht finden würde. Ich nutze eigentlich immer diese Karten. Und ich trage auch selber Sachen ein, oder? Aber was ich eben jetzt meine, wegen diesem Geld und dem Staat und bla bla, die machen da schon mit. Also weil OpenStreetMap hat eben auch so Katastrophenkarten. Da kann man verschiedene Ansichten machen. Und die kommen sogar in Krisengebieten hin und wieder zum Einsatz, also wenn es da Logistik-Sachen gibt. Also das wird, also OpenStreetMap ist wirklich sehr wichtig für Behörden bereits. Und eben, ich habe schon Schweizer Behördenmitglieder gesehen, wie sie darüber diskutieren, in den Spitäler einzutragen oder Straßen oder irgendwas, oder? Und also das sind einfach auch, muss einfach sehen, das sind auch einfach Menschen dort in den Behörden, die dürfen auch mit den Leuten draußen sprechen. Also nicht, dass sie ein Verbot hätten, mit der Zivilgesellschaft zu interagieren, ob sie dann einfach größere Geldmengen sprechen können oder nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich so direkt nicht. Aber das könnte man ja dann vielleicht, da müssen wir vielleicht einen Rahmen schaffen. Ich habe, wie gesagt, ein Kompetenzzentrum für Cybersicherheit vorgeschlagen, das offen ist für Interaktion mit anderen Bereichen der Gesellschaft, wie Wirtschaft oder Zivilgesellschaft. Oder auch die EID, die wir abgeschossen haben. Da hat mir gestern die Elisabeth Schneider vorgeworfen, ja, ich sei doch auch einer von denen gewesen, der mit Staat kam. Nein, war ich nicht. Ich war nicht in diesem Komitee für eine staatliche EID. Für mich ist eine staatliche EID der Horror. Wir können schon darüber sprechen, ob wir Mittel haben, uns im Internet zu identifizieren für bestimmte Bereiche. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Quellensteuern abrechnen muss beim Kanton Bern, weil ich da Leute angestellt habe, dann muss ich da auch denen sagen, wie ich heiße, wo ich wohne und so. Für so einen Bereich E-Government kann eine EID natürlich Sinn machen. Jetzt muss man aber nicht irgendwie eine EID so machen, dass sie eine zentrale private Firma macht oder ein zentraler Staat oder so macht, sondern man könnte Peer-to-Peer-basierte Identitätssysteme ausrollen. Da gibt es auch Projekte von unserer Seite wieder. Reclaim-ID zum Beispiel heißt eins und so weiter. Das muss man noch ein bisschen weiterentwickeln, ist noch nicht weit genug. Aber ich meine nur, also mir geht es nicht um Staat, Wirtschaft oder Zivilgesellschaft, wer hat da die Macht. Und mir geht es darum, die Systeme müssen so gebaut sein,
dass niemand der drei irgendwie da Missbrauch betreiben kann und dass alle drei mitmachen können. Also, oder einfach alle, wir können auch diesen Staatsbegriff und alles einfach weglassen, einfach sagen, so dass einfach alle mitmachen können. Aber eben, das Geld ist halt in der Gesellschaft so gewissermaßen verteilt, meistens irgendwo in Staat und Wirtschaft liegt es irgendwo rum und halt weniger in der Zivilgesellschaft. Und deshalb muss man da halt Wege finden, wie man da irgendwie da rankommt. Und eben am Schluss, die Diskussion auch um Steuergeldverschwendung oder irgendwas, ich meine, wenn es transparent entwickelt wird, dann sieht man ja, was da passiert. Das kann man ja direkt kritisieren. Anders, also viele Projekte in Deutschland, wahrscheinlich genauso wie in der Schweiz, die scheitern einfach und dann sieht man einfach nie mehr irgendwas. Das ist einfach, als hätte man Geld direkt angezündet. Natürlich hatten irgendwelche Leute Jobs, okay, es ist jetzt nicht total Katastrophe, aber am Schluss bringt es einfach der Gesellschaft und dem Staat oder wer auch immer halt dann auch wieder nichts, oder? Also komm, es ist 7:45, lass uns einen genau. Roundup machen. Also ja, die Frage ist, hast du Stanislav Lem gelesen? Ist das für dich eine... Ich kenne das Wort, ja, aber ich habe es nicht gelesen. Also können wir gerne Dinge erklären. Wir können dir auch mal noch was erklären, macht ja. Also ich weiß, es ist so ein Science-Fiction-Ding, ja, Autor, glaube ich, oder? Oder fängt schon falsch an? Ja, aber hier, da war ja die Frage, wie kriegen wir den Bogen zum Lem oder kriegen wir noch einen hin? Da im Futurologischen Kongress, ist so ein längeres Ding und Stärkung, ja. Da geht es dann nachher in eine Gesellschaft, und wo es Probleme gibt, und der Machthaber dort ist in der Lage, über Beigabe von psychoaktiven Substanzen ins Trinkwasser dafür zu sehr sorgen, cool, ja. Dass mein Ort verschieben dass hier. Alles, dass ja. zwar alles scheiße ist, sich aber irgendwie prima anfühlt. Und dann geht einer auf die Untersuchung, dass so irgendwie so, also der ist davon dann berührt, kriegt es mit und deckt es auf. Aber da gibt es, als wird man so in die nächste Falle reinfallen. Also es gibt nicht ein letzter Grund, den er findet, sondern damit ist es irgendwie offen. Da wäre für mich der Bogen, ja, die Kontrolle zu kriegen über die Individuen, die da in meinem Einfluss sind, irgendwie, dass sie nicht in Frage gestellt werden. Und das ist bei den Software-Sachen hier ja permanent. Es wird mir immer unter die Nase gehalten, dass die unkomfortabel sind oder. Und ich werde versüßt damit, mit diesem zuckersüßen einmal bei Google anmelden und ich kann alles Mögliche hier hin und her und speichern und da und doch. Das wäre für mich der Bezug zu Lem jetzt. Okay, ja. Ja, also ich bin ja der Ansicht, dass wir hier, also hier aus Deutschland, auch aus der Position, wenn ich zurückdenke, welcher Aufstand hier war, als es um eine Volkszählung in den 80er Jahren ging. Da waren Demos. Genau, bei uns auch, voll. Da gab es richtige Demos. Richtige Größenordnung, wo auch wirklich die Leute, einfachen Leute auf der Straße sagten, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass so. Das würde heute jeder lächerlich finden. Ja, weißt du, was sie jetzt bei uns machen? Jetzt ziehen sie auf die Daten von den Gemeinderegistern zusammen. Genau. Und es passiert einfach unsichtbar. Und wenn ich mir jetzt halt angucke, auch die Forderungen, die im Zuge Corona, die man ja auch in Teilen dann auch wieder verstehen kann, ne? Wir wollen mehr über die Bewegungsprofile und so weiter alles Mögliche wissen, um die Überprüfung, wo ich davon ausgehe, dass das alles wieder abgebaut wird. Also nächstes Jahr wird das alles wieder abgeschaltet. Ne? Spielt einfach gar keine Rolle. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das Zertifikatsystem, Green Pass, das könnte schon noch bleiben als Social Score. Der Grund, weshalb ich das glaube, ist, der Name ist ja schon interessant. Also Green Pass oder Klimakrise. Also da sehe ich durchaus, ihr könnt auch mal den Dirk Helbing hier reinholen, der würde den gleichen Vortrag von 3 Stunden halten. Ja, wahrscheinlich wird die Begründung dann aber auch eher sein, im Sinne von im intereuropäischen oder im internationalen Verkehr, ne, dass man sagt, dass man das, aber ist egal. Da hat so aber sozusagen, wenn ich jetzt von Deutschland in die Schweiz war, spielt es wahrscheinlich überhaupt keine Rolle, ne, solche Geschichten da hochzuzeigen und so weiter. Aber wenn ich halt gucke, wie China zum Beispiel, die gehen damit wenigstens offen um. Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Die sind wenigstens ehrlich. Die machen einfach volle Pole total Überwachung. Jeder weiß es. Und dann verhält man sich halt auch entsprechend. Also Überwachungsdruck ist sehr hoch. Dann hilft man halt der Großmutter über die Straße, damit der Social Score Punktestand, damit der passt. Oder? Und sonst würde man vielleicht irgendwie rotzig rumlaufen und irgendwie noch anpöbeln vielleicht.
genau. Von diesen Geschichten und diesen Städten, ich glaube, da gibt es, glaube ich, mehr als am Ende praktiziert wird. Es gab auch eine Modellstadt, das haben sie aber gar nicht groß so weiterverfolgt. Und wir aber grundsätzlich probieren die mal aus. Es werden hier bei uns ganz viele Leute hochinteressiert gucken, was funktioniert. Wie kann ich eine Gesellschaft, auch in riesigen Städten und so weiter, trotzdem noch irgendwie ein bisschen steuern? Und um so Sachen unter Kontrolle zu haben und so weiter und so weiter. Und ich glaube ja, dass wir perspektivisch auch dann uns langsam ranrobben, immer in ganz kleinen Schritten. Und deswegen dieser Bezug auf die damaligen Demonstrationen bei der Volkszählung. Genau. Dass wir genau da in 20 Jahren sind, nicht wo China, nee, in knapp über 10 Jahren schon da sind, wo China heute ist, glaube ich. Genau. Und man kann auch gar nicht viel gegen machen, weil das ist immer so ein bisschen, Jens Spahn macht einfach irgendwie im Hintergrund dann einen Deal, dass das überhaupt geht, ist natürlich ein Problem, ne? Wo er dann doch wieder Daten irgendwie weitergibt an Unternehmen. Das ist ja auch so einer wie der Roland Berset, überhaupt kein Plan vom Thema, aber voll der Gesundheitsminister, das ist einfach echt zum Kotzen. Und was mir aber noch vorhin eingefallen ist, so eine Frage, wo ich dachte, Mensch, eigentlich haben wir das Problem mit der Zentralisierung von Gesundheitsdaten noch heute schon bei den Krankenkassen, oder nicht? Ja, bei uns ist es halt ein bisschen verzettelt, weil wir haben halt verschiedene Krankenkassen. Aber das stimmt. Also latent existiert bei uns jetzt ein Impfregister. Ich bin ja auch doppelt geimpft, mit einem Komitee der Geimpften gegen das Zertifikat. Ein schönes Framing, oder? Schwierig anzugreifen. Oh, lol. Okay. Meine Krankenkasse weiß natürlich, dass ich geimpft wurde. Der Betrag wurde erstattet über den Bund. Das wird bei euch ähnlich sein. Also wir haben ja auch deutsche Angestellte bei uns in der Stiftung und ich bezahle da immer die ganzen Beiträge, Sozialbeiträge. Das ist übrigens ein ziemlich hoher Lohnanteil. Ich bin ein bisschen erstaunt, wie hoch der ist. Also in der Schweiz ist es weniger übrigens. Wir kriegen also Nettolohn, ist ein bisschen geringer so im Verhältnis zu das, was wir so den Schweizern geben können. Obwohl wir gute Löhne, hohe Löhne zahlen grundsätzlich. Aber trotzdem, also da wird alles an die Krankenkassen überwiesen, also Techniker, Krankenkasse oder irgendwie sowas, oder? Ja, und also so grundsätzlich die wissen also schon einiges, die wissen einiges. Also in Deutschland wissen sie, glaube ich, noch mehr als bei uns, weil wir haben verschiedene Kassen dann. Wir haben Altersvorsorge, Arbeitslosenversicherung. Ja, haben wir natürlich auch, ne? Wir haben auch verschiedene Krankenkassen. Auch so ich meine, ich überweise, ich überweise alles an die deutschen Krankenkassen. An deutsche Krankenkassen. Also das heißt, die wissen dann auch die Löhne und alles, das wissen bei uns die Krankenkassen vielleicht nicht so genau. Sie können es vielleicht ein bisschen abschätzen, weil sie den Beruf vielleicht wissen, aber sie wissen es nicht genau. Das heißt, sie müssen dann quasi andere Datensammlungen im Hintergrund verbinden, machen sie vielleicht auch. Also ich würde auch Krankenkassen unterstellen, dass sie ein großes Interesse daran hätten, dass es irgendwelche Patienten, dass sie gehackt wird, weil dann wissen sie ganz genau, was da läuft, oder bei den Leuten, ob sie vielleicht zu viel rauchen, Drogen nehmen oder sonst einen scheiß Lebensstil fahren. Und da kann man natürlich die Krankenkasse wieder individuell anpassen, oder so, ja, hochrisikosituation. Also, wenn ich heutzutage Gesundheitsdaten angreifen wollte, würde ich natürlich jetzt auch nicht. Entweder ich habe, sag ich mal, einen Softwareanbieter, der bei ganz vielen Ärzten installiert ist, auch wenn ich zukünftig zu einer dezentralen Lösung kommen würde, wo auf der Gesundheitskarte, ne, auf der Datenkarte, sage ich mal, dass er denn so, ich habe mir so ein bisschen mal angeguckt, auch so habe jetzt was Grafisches vor Augen, wie da so gedacht ist, wie die Gesundheitsdaten da drauf klassifiziert sind und wie der Patient dem Arzt dann sozusagen was freigibt, ne? Das muss natürlich ein Patient erstmal verstehen können, welchem Arzt er was gibt. Die Ärzte dann sozusagen auch wieder ein Rechtesystem bei sich haben. Aber am Ende werden die da irgendeine Software haben, die der ja die Daten wieder zu Klartext machen müssen. Da würde ich als Angreifer rangehen. Also unglaublich viele Optionen. Genau, selbst beim dezentralen System, das aber auf vielen Arztrechnern installiert ist, würde ich natürlich gucken, dass ich da rangehe. Ne, wenn ich da und du musst die Daten ja offenlegen an einem Punkt, sonst kannst du nicht behandelt werden. Und dann fallen die vielleicht wieder in ein Krankenhaussystem rein. Und dann, also Krankenhäuser sind auch sehr unsicher bei uns. Also wenn du da die richtigen Kleider anziehst, kannst du wirklich anfangen, ein Rechenzentrum rumzuwerken. Also da fragt niemand, oder weil du einfach die richtigen. Das ist so, dass dann das Buch da, oder Art of Deception von Kevin Mitnick. Aber ich möchte noch einmal in die Bresche springen. Einfach in die Bresche springen für die WHO, die unter anderem in Genf sitzt. Und genau. Da sitzt auch einiges in Genf, auch die Gavi Alliance. Ja.
Funktionen oder auch der Krankheiten und so weiter. Und das Anliegen war eigentlich, vergleichbare Daten zu schaffen, die jetzt nicht national bezogen sind, sondern die den Gesundheitsstatus von einer Person in einem bestimmten Kontext, in einer bestimmten Situation beschreiben und was der für Hilfen in dieser bestimmten Situation braucht. Dass das auch schon damals, und das fing auch schon an mit der Codierung, also diese Aktivitäten zum Beispiel zu codieren und so weiter, dass es mittlerweile dazu geführt hat, dass es zum Beispiel in Spitälern und Krankenhäusern eine sogenannte interne Codierung und eine sogenannte externe Codierung gibt. Also dass eigentlich viel mehr um einen Patienten herum gebaut wird, wie externe, interne, was auch immer Codierung, Verwaltung über die Krankenkassen, dann dazwischen noch irgendwie Institutionen. Ja. Das ist ein extrem komplexes und kompliziertes Problem oder wirklich Problem geworden, was man eigentlich durch so Klassifikationen wie ICF, ICD-10 beheben wollte, indem man die Kommunikation zwischen den Akteuren im Gesundheitsbereich, Gesundheitswesen, Sozialwesen, egal, verbessern will, auch im Bildungsbereich verbessern will. Aber diese ganze Codiererei oder dieses in Daten transformieren führt jetzt zu diesem Dilemma, dass alle da sitzen und irgendwie nur schreien, Datenschutz, Datenschutz. Also heute ist es so, dass ich weder in Deutschland noch in der Schweiz telefonisch eine Auskunft bekomme, weil sofort gesagt wird, Datenschutz. Und ja klar, aber was ich ja kritisiere, ist nicht, dass man Daten jetzt generell haben darf. Das muss man ja für die Behandlung, sonst kann es ja nicht behandeln, oder? Aber eine zentrale Speicherung aller Gesundheitsdaten an einem zentralen Ort ist einfach ein Hochrisikoprojekt, was sehr viel Erpressungsmaterial schafft. Also das muss man schon aufpassen, oder? Es ist ja nicht wie eine Meinung, wenn ich jetzt irgendwie ein Bullshit zu Corona sage und jemand sagt mir, das ist Bullshit, dann sage ich, okay, easy, dann ist es Bullshit, ich ändere meine Meinung. So, danke für die Information, Problem erledigt. Das ist einfach, ich habe irgendein Virus in mir oder ich habe eine Krankheit und dann bleibt das halt so. Und das ist halt nicht das Gleiche. Und das weiß auch das Bundesamt für Gesundheit bei uns, bei euch halt das Bundesministerium entsprechend auf dem Spahn, das wissen die ja schon auch, dass es besonders schützenswerte, hochdiskriminierende Daten sind, wie sie selber auch sagen, aber sie machen es halt trotzdem falsch und eben, ja, das regt mich halt auf, ja. Ja, es müsste halt so, wie man seine eigene Patientenakte, die ja beim Arzt liegt, aber schwerer zu kopieren ist, jedenfalls nicht elektronisch, ohne dass man da den Raum betritt, dass genau. Man halt als Patient sozusagen in die Datenhoheit kommt, aber auf elektronischem Wege, dass man ein offenes Format hat, dass man dann, und im Zweifel sagt man, nee, ich gebe meine Gesundheitsdaten nicht außer Hand, genau. ich komme mit dem Tablet zu Ihnen. Und ja, zum Beispiel, ja. Ja. Und genau. Der Arzt darf nur auf dem Tablet die Daten sehen und muss sie da in einem Format präsentiert bekommen, mit der er richtig gut arbeiten kann. Genau, und ich meine, da in der Schweiz könnten wir da zum Beispiel das Zertifikat als technologische Basis nutzen, wo man dann Daten drin kodiert hat, vielleicht mit mehreren QR-Codes, je nach Bereich, den man zeigen will. Und dann scannt das der Arzt und dann hat er das auch, oder? Und aber was halt nicht geht, ist jetzt diese Zertifikatspflicht, die wir in der Schweiz haben, wo die Leute gegängelt werden zur Impfung, wo es eine Spalt gibt, wo es zu Gewaltausbrüchen kommt. Bei euch ist es noch schlimmer, da gibt es ja Leute, die sehnen sich schon nach dem Tag X und irgendwie, keine Ahnung, wir sind 1932 und irgendwie Widerstandsrecht. Ja. Also ich meine, was ich da zum Teil lese, ist echt krass. Und bei uns gibt es auch ein paar Leute, die am Durchdrehen sind und halt auch die Lage so ein bisschen die Unsicherheit ausnutzen. Also eben, ich will auch sagen, falsch angewandt. Man kann nicht einfach nur über Technologie sprechen. Es geht ja, es ist auch ein typisches CC-Thema. Es geht immer um Technikeinsatz und Technikfolgenabschätzung. Das ist eigentlich unser Hauptgebiet. Also wir kritisieren ja nicht Technik und Computer an und für sich. Das wäre ja absurd, wenn man Chaos Computer Club heißt. Aber wir kritisieren den Technikeinsatz und was für soziale Folgen hat. Und bei uns führt das halt jetzt zu einer sozialen Spaltung. Und das ist halt nicht gesund, oder? Was ich da auf den Straßen schon alles erlebt habe, inklusive Gewaltszenen, die ein Kollege auch von mir betroffen war und so. Das geht einfach so nicht mehr weiter. Das ist einfach weg, dieses Ding. Und wir müssen die Pandemie halt anders kontrollieren. Aber das ist wirklich ein anderes Thema hier. Wir müssen nicht über Corona sprechen, bitte nicht. Aber ja, ich habe es schon selber gemacht. Aber manchmal ganz heilsam sind dann immer so kleine Events, die dann dazu, also da ist sozusagen, wenn jetzt in Norwegen da die Daten liegen, dann ist es schon mal, glaube ich, ich sag mal, für die Leute, die Betroffenen ist schlecht, aber als Signal dafür, dass man da was beachten muss, ist es schon nicht verkehrt. Ja, ja, das ist, genau. Und es kommt ja, meine,
die Data Breaches, das ist ja wie ein Wettbewerb, oder geht es ja täglich gibt es einen neuen und einer ist größer als der andere, das reicht ja auch schon, das muss ja nicht gerade direkt. Also das Patientendossier muss jetzt nicht zuerst gehackt werden, um zu plausibilisieren, dass es gehackt werden wird, oder? Also das ist halt schon so das Problem, oder? Ja, also es gibt zum Beispiel hier in Deutschland, ich arbeite im Bankenumfeld und es gibt seit vielen Jahren das Bundeszentralamt für Steuern. Und da müssen alle Banken, die sozusagen das Geld, das Vermögen der Menschen hinmelden. Wirklich der Person. Ah, ja. Okay. Das ist sozusagen geldwäschetechnisch, ne? Im Sinne geht es um bestimmte, wahrscheinlich auch so Vertragsschnitte und oder Betragsgrenzen und so weiter. Das heißt, da ist fast verwunderlich, dass da noch nicht mal, weil das wäre, sag ich mal, wenn da einmal ein Datensatz mit ein paar Millionen Kontoständen einfach mal rausliegen würde, ja, lass mal einmal machen, ne? Von mir aus ein alter Stand am besten, aber dann sieht man mal, was Zentralisierung bedeutet, dann wären sie alle vorsichtiger hoffentlich. Ich weiß gar nicht, ob es nicht gewesen ist, weil die Banken sind, die geben auch viel Geld dafür aus, dass es dann eben nicht so bekannt wird. Das weißt du ja gar nicht. Aber das mit dem Geld, ja. Ja, die Banken. Mich interessieren eher die Themen, die ebenso da waren. Ja. Also ein sehr spannendes Thema ist tatsächlich, wie kann ich Lust und auch aktuell angemessen auf Politik Einfluss nehmen? Ja, wie kann ich da die Instrumente nutzen, die es mittlerweile, die Wege, die gibt? Und das Zweite ist ganz einfach, ich möchte da gar nicht mehr mit niemandem mehr drüber diskutieren, dass meine Daten meine sind. Und dass ja, das ist so, selbstverständlich sich gehört, ob die wirtschaftlich verwertet werden oder nachrichtendienstlich oder. Pardon, ja, das empfinde ich als Bürgerrecht. Nee, das ist klar. Also es ist wirklich ein Übergriff, oder? Also bei uns in der Schweizer Verfassung, Artikel 13, Bundesverfassungsschutz der Privatsphäre, das ist da nicht einfach zufällig drin. Da geht es darum, dass man ein Instrument hat, das einen gegen übergriffigen Staat schützen soll. Das wurde von der FDP auch eingeführt, von der Schweizerischen Freisinnigen Demokratischen Partei ursprünglich Zeug. Das war mal eine staatstragendere Kraft mal noch. Und jetzt sind sie die immer alle Überwachungsgesetze vorantreiben. Zum Teil führen sie dann auch die Kampagnen dafür. Also Nachrichtendienstgesetz war FDP geführt, damals mit dem Markus Seiler, Geheimdienstchef des NDBs. Und der hat dann irgendwie wegen so einer lustigen Affäre, übrigens in Deutschland, wo da ein paar Steuer-CDs oder irgendwas lief, muss er dann zurücktreten. Also da hat er quasi einen befreundeten Staat ein bisschen aufgeregt und dann muss er halt seinen Hut nehmen. Aber der muss ja nicht so weit laufen. Der ging dann einfach ins Außendepartement zum Cassis, oder? Er ist jetzt dort Generalsekretär. Das ist ja auch sehr geheimdienstnah, das EDA. Aber gut, wir müssen jetzt nicht die Details alle ausplaudern hier, aber das ist eh alles öffentlich klar. Ich meine nur, es ist einfach amüsant, oder? Also, was hier läuft. Ich würde sagen, lass uns eine Schlussrunde machen, eine kurze. Dass wir das irgendwie zu einem Abschluss bringen können für heute. Wir wollen noch vorbesprechen, was wir morgen machen. Gibt es letzte Worte hier in der Runde? Dankeschön. Herr Nani war das, ne? Ja, Herr Nani. Vielen Dank. Jawohl, ja. Super. Ja, bitteschön. Ja. Und tschö an alle, bis morgen. Okay, gut, dann gehe ich auch mal. Ich habe da gerade auf. Oder soll ich noch was sagen? Ja, mach noch letzte Worte. Ja, aber was genau? Also, so. Also gut, ein Vorschlag wäre. Also du hast uns jetzt dieses Manifesto gebracht. Wir haben dieses 85er Manifesto gebracht. Wir haben einmal in den 50, 60, 70, 80er, 90er Jahren so viele Hoffnungen und Träume und auch Notwendigkeiten, wo gezeigt wurde, gerade von Stanislaw Lem, dass wir in eine völlig andere Zeit hineinkommen. Und wir beobachten diese Monster, diese Staaten, wie sie so komisch damit umgehen und unendlich viel Geld in Projekte investieren, welche diesen nötigen Wechsel nicht forcieren. Meine Frage zum Schluss wäre noch einmal, wie Peter es gesagt hat, wo sind diese lustvollen, diese kreativen Hinweise, wo wir noch einmal zurückkehren können zu einer Donna Haraway, diese Cyberweiber, all diese Träume, die wir haben. Siehst du da irgendwo etwas, wo wir anknüpfen können?
will nicht dieses Tagesgeschäft haben. Ich finde, es ist ausformuliert. Es geht an die Basis, es geht ans Grundlegendste. Wie kommen wir noch einmal dort runter? Ja, keine Ahnung. Also wir müssen jetzt einfach mal handeln hier oder einfach nicht warten, sondern machen. Also ich bin eher einfach am Machen. Also wenn du Vorschläge hast, was man noch mehr machen kann. Aber ich mache wirklich schon genug. Ich mache einfach. Also und wir haben wirklich genug Projekte hier oder Thaler, GNUnet, PEP, wie das alles heißt. Und wir sind auch mit staatlichen Stellen in Kontakt. Wir hatten ja den Cyberdigit des Bundes ja mal auch sogar hier und haben ihm eine Plattform gegeben und ihm kritische Fragen gestellt wegen Trojanern und ja, so. Und er war sehr interessiert. Genau, der war interessiert an weiterem Austausch. Es war auch wirklich sehr ein offenes Gespräch. Also wir haben da wirklich auch, wir wurden auch wütend und haben, also es war alles authentisch. Und er ist eh eine coole Socke. Der kam da mit seinem Motorrad angefahren und ging dann wieder so. Oder keine Ahnung. Also die Leute sind nicht, also das, nur weil sie beim Staat arbeiten, muss man das jetzt nicht weiter negativ betrachten, sondern muss eher schauen, wie man die auf Anführungszeichen unsere Seite kriegt oder einfach auf die Seite, dass man einfach jetzt sinnvolle Dinge tut, oder? Also das wäre noch ein letzter Werbespot vielleicht auf diesen Cyber-Stammtisch oder jeder Donnerstagabend. Ja, voll, ja. Da kann jeder von euch auch teilnehmen. Ist immer donnerstags, also cyberstammtisch.ch. Manchmal findet es auch einfach so statt, wenn gerade was läuft. Kannst du noch verlinken. Und das ist einfach auf einem Big Blue Button, also so einer freien Software-Plattform, die wir bei der DigiGES, digitale Gesellschaft, am Laufen haben. Ja. Genau. Mein Lieber, hey, super geil, hat es noch geklappt, finde ich ja, toll. Ja, sorry, gestern habe ich es völlig verpeilt. Ich dachte, ich war voll fixiert darauf, es ist Samstag und das war irgendwie offenbar gestern. Kein Problem. Eben während der Woche bin ich jetzt mit dieser Abstimmung ziemlich ausgelassen. Also wenn Dinge tun, gerne am Wochenende oder einfach später am Abend, das kann man auch ein bisschen spontaner machen, aber dann muss es halt irgendwie so ein bisschen in diesen Zeiträumen sein, wo ich jetzt nicht gerade... Alles kein Problem. Eine Frage noch, Entschuldigung. Sollen wir, steht das zur Diskussion, einen Teil von so einem, von den Texten, die gezeigt wurden, aufzunehmen hier ins Dokument oder ist das eine dumme Frage? Sehr gute Frage. Könnten wir zum Beispiel das Manifesto reinziehen? Ist das okay? Du meinst das Cypherpunk-Manifesto, oder was jetzt? Ja. Oder das andere? Ja. Sind das offene Texte, oder? Ja, ich habe es ja verlinkt. Ja, da oben ist es, .net / irgendwas. Ja, ich kann es noch mal reinwerfen. Das Manifesto hat ja mal, ja. Genau. Ich habe es noch mal reingetan. Ja, super. Dann bis bald wieder. Und eben, ich bin ja sonst auf Twitter irgendwie da. Oder man kann mich einfach anrufen. Ist alles mega. Ich habe eine Webseite hier. Also, wer irgendwie mich kontaktieren will, ist es einfach möglich. Hier einfach drauf. Und dann hat es irgendwie verschiedene Kontaktmöglichkeiten. Ja. Und that's it. Bleiben wir einfach. Hat auch noch eine Frage oder möchte noch was sagen? Stefan, bevor du weg bist, bleib mal noch drin. Wir müssen mal mit deinem Mikro was machen. Okay. Ja. Und eben das Ganze ist jetzt live auf YouTube raus. Das heißt, man kann jetzt das Video noch ein bisschen pushen, weil wir da interessante Themen hatten und so. Sehr geil. Ja. Okay, ja gut, dann wünsche ich euch einen hübschen Abend und bis bald. Tschüss. Ja. Adios. Ja. Bye, bye. Ciao. Ciao. Vielen Dank, Herr Nani. Ciao. Holy Jesus. Ist jetzt offline? Muss aber nicht. Nee.